Jetzt. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro. Fangt schon mal an. Ich moderiere mal kurz an hier. Wieder ein Tag-Team. Diesmal bin ich mit Raphael an einem Team. Und Felix und Jan sind in dem anderen. Servus. Genau. Und Raphael, ja, du benutzt dein Kriegerdeck, oder? Genau. Genau, und ich benutze mein Insektendeck, weil mein Kriegerdeck, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so geil. Und mein Insektendeck kann schön nervig werden. Och nein, dieses... Da freut sich schon jemand. Oh Gott. Okay. Oh, geil. Raphael, spielst du mit Sunkos oder XYZ? XYZ. Alles klar. Ich spiel nur noch mit XYZ, der Lappen kann nichts anderes mehr. Weil das geile Karten sind. Ich kann aber die Sunkos auch wirklich nie spielen. Ich hab's nie gerafft, wie man die zu spielen hat. Ich hab die Fusionsmonster, Alter. Ich spiel Fusionsmonster. Die können von mir aus OP sein, die sind aber schwer, etwas schwer zu spielen. Weil ja Polymeration brauchst und die Fusionsmaterialien. Aber XYZ, Alter, euer Lappenernst. Ey, XYZ. Ich bin einfach zu dumm für das andere Zeug. Das ist genau für mich geschnitten. So. Oh Gott, was spiel ich denn? Erstmal das hier. Und erstmal das hier. Bitte reportet einfach alle bei League of Legends King Raphael. Danke. Genau, weil Yu-Gi-Oh! Pro mit XYZ spielt. Das macht Sinn. Bitte die verdeckte Karte nicht aufdecken. Achso, doch, kannst du. Klar, ist auch ein Flipmonster. Deck die auf. What the fuck? Okay. Oh nein, Parasiten! Ja. Oh nein, ist das dein Ist es! Oh, ich hasse diese Karte. Wie ist das, wenn ich die gezogen habe? Soll ich mal angreifen? Ich versuch's. Wir haben ja genug Fallenkarten. Wie ist das, wenn ich die gezogen habe, verloren? Nee. Nee, dann landet die auf deinem Friedhof und du kriegst 1000 Punkte Schaden jede Runde. Glaube ich. Mhm. Irgendwie sowas war da. Wird eine Spezialbeschwörung in die offene Verteidigungsposition auf einem Feld gespielt. Bist du ein bisschen leise, Jan? Was bin ich? Leise. Ja, ich hab gerade gegessen, deswegen habe ich mein Mikro ein bisschen weggemacht. Ach so. Was macht du denn da? Ja, ich hab für den Goblin hier den Effekt. Ich hab zehnmal mein Bier kennen, es ist auf der Scheißhand. Ich hab Bumpy Lord auf der Hand. Das nützt uns nicht. Das nützt uns wirklich nichts. Wenn ich die größte Scheiße ziehe. Bin ich dran? Oh, schon wieder. Sehr gut. Guck mal hier. Das freut Felix. Nee, mir ist das eigentlich relativ Rille. Oh, das war's auch schon von mir. Da wir so oder so genügend Feldzauberkarten ständig haben. Ah, ich muss das erstmal so machen, ne? Du kennst das, ja. Ah, okay. Ja. Mach ich das? Ach, dieser Hauptmann ist dingslich etwas auf dem Sack, blinder Hauptmann. Kann nur der angegriffen werden vom Typ. Ist doch geil. Leute, das ist ein Parasitenparasit und jetzt? Soll ich die setzen? Ich setze mal. Hä, was machen wir jetzt, wenn ich die Scheißkarte oben hab? Jetzt kann ich mit durchlesen. Lege diese Karte offen auf das Deck deines Gegners und mischt es. Wenn dein Gegner diese Karte zieht, wird sie auf der Spielfeldseite deines Gegners als Spezialbeschwörung schon offen in der Verteidigungsbeziehung beschworen und füge den Lifeboot deines Gegners 1000 Schaden zu. Danach werden alle offenen Monsterkarten auf der Spielfeldseite deines Gegners zu Monster von Typ Insekt. Ist sinnlos. Mich verarschen. Ach, wir haben Zombie-Welten, ich will mich mal.
Wie bitte? Dann machen wir halt Zombie-Welten, dann ist es auch egal. So, ja, ach ja, stimmt. Hier, ich hab gleich mal ein bisschen was. Achso, na gut, was wird das? Das Vampir-Koala. Oh mein Gott, das ist ein hässliches Koala. Hey, nichts gegen Koala, die sind süß, also bitte. Nee, das Vieh ist hässlich. Der hat aber einen geilen Umhang, also bitte. Nee. Hässlich. Doch, der Umhang reißt raus. Nein, mach mal weg das Mistvieh. Raffi, machst du weg, wa? Sehr gut. Ich muss mir nur den Effekt von dem Vieh durchlesen, deswegen. Ach so. Toll, Alter, so ein Lappen. So, machen wir mal. Ach nee, machen wir nicht. Haha. Das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Warum nicht? Kann ich die eigentlich jetzt opfern? Keine Ahnung. Such's doch mal. Ich hab grad nicht zum Opfern, das ist das Problem. So. Aber ich mach das erstmal so. Okay. Ah, nett. Okay. Aber ist das nicht eigentlich eine verbotene Karte? Hä? Die? Ja, bei TCG, OCG wird das immer verboten. Bei wem? Bei, wenn man TCG, OCG einstellt. Sag dir einfach mal die Karte. Nee, ich hab diese Bannliste sowieso eingestellt, da ist die halt nur zweimal im Deck erlaubt, ansonsten geht's. Achso, na denn. Ah, Eisenattribut. Genau. Eisenattribut ist einmal erlaubt, aber naja. Zweimal. Spiegelkraft ist zweimal erlaubt. Eisenattribut ist auch zweimal erlaubt. Wollen wir retten? Nein! Deck. Bei TCG ist es einmal. Ah, ist für jede Ausrüstung, die während der Wettelfels ein zusätzlicher Angriff läuft. Oh. Ach nee, das hier, Alter, was du das letzte Mal auf 9000 ATK gebracht hast. Sehr gut. Ja. Alter, wenn jetzt hier die ganzen üblichen Ausrüstungszauberkarten kommen, dann hasse ich dich. Komm, greif Parasiten an. Du Lappen. Wie, du hast jetzt Schaden bekommen? Ja. Weil 1200 angegriffen hat. Achso, ja, stimmt. Soll ich angreifen? Ich habe irgendwie Bedenken, dass diese Fallenkarte da hinten negativ für uns ist. Greif den Parasiten an. Wem? Greif doch den Parasiten an. Nee, das darf ich nie. Ich glaube, das hier sowieso nächste Runde. Christoph? Ja. Hast du was gesagt? Ich hab's nie verstanden. Du kannst es ruhig angreifen. Ich weiß sowieso nicht, was passiert, wenn es zerstört wird. Na nicht. Ich krieg bloß halt jede Runde 1000 Schaden. Achso, na dann greif nicht. Wir kriegen nicht jede Runde 1000 Schaden. Wo wächst der Alter mal aus dem Maul? Oh, Alter, das hätten wir zum Opfer nehmen können. Du bist doch so ein Lappen, Alter. Sie stören das doch gar nicht von daher. Das ist das Problem. Das macht halt nur alle unsere Monster zu Typen und sagt, wow, na und? Wie ist denn jetzt dieses komische Kackvieh? Ach ja. Meine Fresse, ey. So, jetzt Opfer, die beiden Mongos. Und guck dir was Nettes aus. Wow. Abwarten. Ich weiß ja gleich, was kommt. Konnte man die den noch irgendeinen beschwören? Nein. Ich war mal diesen hier. Och nö, Achso, ist ja nicht mein Deck, na gut, da geht's auch. Zombie-Welt, Buch des Lebens, ja klar. Buch des Lebens, Alter. Boah, nee, ist nicht dein Ernst. Oh doch, ist unser voller Ernst. Das mein Ernst ist. Guck mal, kannst du die hier... Ja, ja, ganz... soll ich aktivieren? Ja, ja, aktivier die. Oh, jetzt kommt so eine... Oh, was für ein Lappen. Sehr gut. Das ist doch so Lappen. Ey, was soll das denn? Die Feldzauberkarte von uns so Lappen. So, ach, scheiß drauf. Alt, du kannst mal bei meinem Vieh ins Ab... Hast du bei dir ein Vieh, das viel Angriff hat? Auf der Hand? Nee, leider nicht. Leider nie. Ja, komm, gut. Jetzt macht Endfeld hier Homo. Hä, hey, was muss ich denn jetzt machen? Okay, dann mach einfach Endfeed, das kann man. Nee, ich muss irgendeine Karte aus meinem Deck auswählen oder so.
Was, wieso das? Keine Ahnung. Ich mach einfach mal hier. Alter, wie viel Konter haben der Kunde jedes Mal in seinem Deck hat? Der. Ich? Ja. Ah, du! Ich, ja. Ich kann irgendwelche Sachen auf den Friedhof legen. Ja, das ist die Vampir-Königreich-Zauberkarte. Boah, nice. Nee, oder? Nice! Oh, ach, das finde ich jetzt echt bitter. Das finde ich jetzt echt bitter, wenn ich hier wäre. Ein bisschen uncool gerade. Ja, das ist damit du was tributlos machen kannst. Oder Tribut. Ja, genau. Ja. Mach's doch noch. Was hat mir denn so schönes? Ach, ich will die nicht. Ey, toll, ich will ja in mein Deck gucken. Achso, jetzt hier zeigen. Haben wir irgendwas OPs? Ja. Hast du irgendein Monster, was Tributbeschwörung braucht auf der Hand? Nee, aber ich hätte jetzt nicht. Ich hätte jetzt eigentlich theoretisch den Drachen geholt, Zombie-Drache mit Buch des Lebens, das geht doch, oder? Warte mal. Ja, kannst du. Oder mach ich das jetzt einfach mal so dreist? Achso, dann entferne ich damit die Monke-Karte. Die haben gleich eh Spiegelkraft auf der Decklegen. Genau. Mega. So, dann setze ich noch das Monster. Wir haben zwei Decks voller Spiegelkräfte, nichts anderes. Ja klar. So wie wir, ne? Weg damit! Nein. Ach, ja, klar. Statt auf das 3. Ja, die haben eh noch was verdeckt. Da bin ich angreifen oder nicht angreifen? Nicht angreifen. Oder doch, greif an, greif an. Scheißegal. Warte mal, Mückchen. Mückchen. Ah, das war so klar. Ja, nee, ist nicht so schlimm. Nee. Boah. Handy vibriert übelst laut. Es geht ab. Nein, einmal so. Hallo und herzlich willkommen. Das ist mein Spruch. Ein Spruch ist immer noch. Was geht, meine kleinen Bürgerchen? Ja. Das habe ich gemerkt, als wir gezockt haben. Du, kann ich mal schnell zwei Viecher opfern? Ich würde da mal einen anderen beschwören. Ja, ja, mach. Da was du willst. Kriegen eh 1000 Lebenspunkte, ja. Ach cool, na dann. Guilford! Haha! Du brauchst drei Monster, um den Effekt zu aktivieren, du Lappen. Halb so wild, das hab ich ja deswegen gemacht. Halb immer. Weißt was du dann so aktivieren hast, ne? Er greift nicht an. Raphael, greift nicht an. Nicht an? Okay, eben nicht. Oh man, ist das so. Wenn jemand nicht so einfach abschrecken kann. Hier, du kannst von der verdeckten Karte links hier den Effekt, einen Flip-Effekt aktivieren und in der zweiten Main Phase wieder umflippen, wenn du willst. Oh nee, ihr habt so ein Drecksvieh. Das ist euer Ernst. Jawoll! Ja, Alter. Das geht gar nicht. Das ist nicht schlimm. Ich kann nur Vampirlords setzen, also das ist ja, lern Spiel Vampirlord, ich hab Vampir gar nicht. Ja, ich kann nicht, weil ich dachte, ich könnte jetzt jeden ohne Tribut, aber es geht ja nicht. Also, ich find's Vampirmonster egal. Hä, wieso kannst du Vampirlord nicht spielen? Na, ich hab das nicht auf der Hand. Achso, schade. Kannst du irgendwas anderes spielen? Nee, ne? Oh, grad sagen. Läuft bei dir. Oh, was jetzt wurde. Die Karte so geil. Und umschlagen. Fest den Schaden, ihr Lappen. Komm, ey. Ach, komm schon. Oh, jetzt habe ich eine gute Idee. Ich mach mal einen auf diesen hier. Insekten hier. Mal. Disney hier. Läuft, wie er die angreift. Läuft bei dir. Naja, klar. Deine andere kann uns eh nicht zerstören. Alles klar. Ich aktiviere mal. Jetzt hol ich wieder. Und zwar heute. Ey, wie nervig. Aber irgendwann habt ihr keine Monster mehr auf der Hand. Warum auch immer, das bringt es eigentlich gar nicht. Ja, ich bitte. Nicht.
Boah, ist klar. Einfach, ne, du hast 1700 total. Ich will aber die Karten wieder haben, deswegen. Es ging mir jetzt eigentlich nur um die Karten. Die Feinkarten bitte nicht aktivieren, Raphael. Okay. Zumindest die linkere nicht. Mask of Dispel. Maske der Furcht, die sieht aber nicht so furchtbar aus. Doch. Nicht. Sieht aus, als würde sie sich fürchten. Ah, der Schrei. Genau. Schrei so. Soll ich machen? Also? Kannst du machen. Oh nein, jetzt bin ich aber traurig. Für wen entscheide dass ich? Welchen von den hässlichen solchen Köln? Ich würde sagen, das mittlere. Du Sau, du. Ja, das würde soll Gaudi. Die, soll ich die jetzt aktivieren? Na, warum denn? Das findest du aber was? Gar nicht. Nee, Mann. Rückkehr geht, 500 Damage. Hä, wieso? Ja, das ist die Weltsammerkarte. Ach ja, stimmt. Oh, fuck, ey. Ich hab ganz vergessen. Wenn der Schaden vielleicht kriegt er 500 Damage. Ey, nee, das jedes Mal wieder vergisst. Das ist natürlich geil. Ich hab mich schon vorhin eure Monster zerstört. Ey, das heißt, Drecksvieh muss man weg. Ach, diese scheiß Maske geht mir jedes Mal auf den Sack. Hast du die in jedem Deck oder was? Ja, die habe ich in jedem Deck zweimal. Maske der Furcht und Maske der... Warte, jetzt kommt das Schlauste, was man eh machen kann. Das ist jetzt total, was ich mache. Ja. What the fuck? Aktivier den Deathcrawler! Ach ja, Deathcrawler, Lakoda oder wie man die scheiß Vieh hält. Die eine Karte. Das ist Camille. Oh. Und wieder umgeflippt. Angreifen! Noch nicht. Nicht für die. Jetzt kommt eh irgendwas, scheißegal. Scheiß auf mein Wasser. Wie sie alle nur warten, um die scheiß Zombie-Vieh zu... Ach Gott, ist ja korrekt so. So ein Lappen, ey. Ja, das musst du gerade sagen, deine Lieblingskarte. Ja. Na und, ich finde die aber auch geil. Hier die Karte, die du gerade gespielt hast, die verstehe ich überhaupt nicht. Welche? Die rechte? Ja! Ist doch voll easy. Oh, sehr gut. Wo ist die easy, Alter? Oh, langweilig. Greif doch nicht an, ich bin doch nicht bescheuert. Oh, das ist nicht aber traurig. Alter, du Lappen. So bist du nur sein Assi geworden. Frag ich dich. Holm, lass mich aus. Ist die Karte. Aktivieren. Wirklich. In Death. Sag mal, mein komischer Champion, wurde der komplett aus dem Spiel entfernt oder dass ich den nie mehr im Friedhof finde? Champion also. Wenn er aus dem Spiel entfernt werde, muss er ja da liegen. Aber tut er nicht. Also, keine Ahnung. Wie meinst du? Dieses NFI, wo du gesagt hast, der ist zum Kotzen. Dieser, hier, warte mal. Das sagt doch, den hab ich aus dem Spiel entfernt. Zum Baba-General. Den hab ich aus dem Spiel entfernt, wieso? Weil ich auf sein Warten dabei ist. Weißt du, wie es okay. ist? Gibt irgend so einen geilen Bug anscheinend. Okay. Ist ja mega scheiße. Ich find's geil. Ja. Ich seh euch recht, ihr Lappen. Ach komm. Soll ich mal was aktivieren? Ja, was denn? Achso, ja, durch Gesicht des Todes wurde ein Stack zugemischt. Flip-Effekt? Stack! Soll ich das lassen? Nö, aktiviert den Flip-Effekt man nicht. Den heben wir uns Stack auf. Stack zurückgemischt! Ein Stack, wie sieht das ist denn das? Ihr seid langweilig, aktiviert den... Jetzt diesen Effekt jedes Mal, Alter, mit der Karte ziehen. Ja. Dann Party und dann seid ihr tot. Warum? Weil ihr jeden Zug 500 Punkte abgezogen kriegt, jeden Zug eine Karte zieht, das heißt ihr seid entweder bei Deck tot oder Lebenspunkte tot. Achso. Jo. Idiot. Aktivieren oder nicht? Jojo. Jo. Auf welches Monster ist egal. Achso, das. Ich dachte, du meinst den Flip-Effekt. Mmh, halt, stopp! Das finde ich nicht okay, ich meine... Ey, ich find's auch nicht geil.
Kannst du das Monster zerstören, dieses hier Zombie-Arsch? Das ist mir sowas von egal, Alter. Ich mal ihr Lappen. Ach komm. Könnt doch nichts. Nur weil ihr uns gar nicht was damit macht. Ja. Wieso schießt ihr? Hey. Das ist natürlich witzig. Das geht überhaupt nicht klar. Du bist ja eine Karte los, Mann. Nein! Oh mein Gott, diese Karte, Alter. Endface. Nein, Christ, das muss erstmal machen, Monster. Wow. Klingt zwar nicht, aber egal. Jetzt will er den Lakota, das ist wieder die Karte zerstören. Oh ne. Dollig. Wir haben ja noch eine verdeckte Karte. Oh mein Gott, das ist das Bitter, was ich gerade gezogen habe. Ich mach dieses. Kann ich die Pyramide opfern? Ja, ne? Ja, voll. Kannst du schon, aber naja. Mach ruhig. Ach, du musst Wegkarten opfern. Aber ja, nicht das Chamäleon. Nehme ich die mittlere Karte. Mach das. Alter. Jetzt mach wieder das Chamäleon, die verteidigen. Ja. Entschuldigung. Ihr könnt ruhig angreifen, wir haben noch eine verdeckte Karte. Ja, das ist mir. Oh, scheiße. Läuft bei euch. What the fuck, jetzt seh ich gerne mal durch, was soll ich denn jetzt machen? Seine Stacks auf den Flieger. Jeder eine Karte und zerstöre sie, okay. Oh nein, das geht überhaupt nicht klar. What the fuck, jeder eine Karte, die auf den Friedhof gelegt werden soll. Jetzt mach mal die Vampirhexe da. Vampirhexe? Diese Karte, die man aus dem Spiel entfernen kann, ne? Genau. Also die? Na dann, viel Spaß mit euch. Ich hab grad die OP-Karte gezogen, die du kennst, Jan. Die uns damals den Arsch gerettet hat, wo die Stufenbeschränke hatten. Achso, die, ja. Das ist Level 1er Karte, ne? Ja, so OP, diese Scheißkarte. Soll ich die dann spielen? Hier nochmal, ihr kennt das? Ey, das sieht so cool, jetzt können wir den Flip-Effekt nochmal aktivieren. Sehr gut. Ihr Fixer! Und weil das Ganze... Weil das Ganze ja so schön lustig ist, mache ich gleich mal den Clou. Haha, sehr gut. Das stört uns überhaupt nicht. Das macht nichts, uns auch nicht. Deswegen beende ich mal das Ganze. Haha, du wüsstest, was wir noch so Nettes haben. Och, das ist ja klar sehen. Ey, cool, ich hab mal Vampir-Genesis aus der Hand. Wie das denn aufgespart hab, weil ich will noch auf den Friedhof werfen. Vielleicht hast du ja was zum Opfern. LOL! Oh mein Gott. Ja genau. Ich beschwör mal. Ja genau. Ach nee, der ist jetzt in meinem Synchro-Deck. Deine Karte, Raphael. Echt? Ja! Cool. Sehr gut. So, lass mich mal kurz überlegen. Genau. Wir probieren das mal erstmal. What the fuck, was geht? Was willst du da dann probieren? Machen wir erstmal die Story. Achso, das ist grün. Das kann man so nehmen. So. Läuft bei dir 3500 ATK? Was geht denn da schief? Was ist das denn für eine Karte, wenn die nicht irgendwas sieht? Aber uns ist das verabschiede ich mich. Danke für die Lebensmittel. Danke! Okay. Oh, deine Hose ist heute groß. Ah, tut mir leid. Tja. Achso, wenn das Fieb dann bei dir ist, achso, scheiße, kannst du dann das die Verdeckte aktivieren? Nee, oder? Bad Face, die haben mal schnell hinterher so schwer zu klappen. Das hab ich ganz vergessen. Das war jetzt nicht so toll. Gucken. Nee, ich kann ihn nicht aktivieren. Wie geil. Ja, das war jetzt fail. Na, wie geil. Wieder mit viel Angewalt und blank rein. Läuft bei dir. Das kannst du vergessen, ey. Ich hab Angst. Oh, ich kann jetzt was anderes. Oh, Lappen. Da, schönes Ding. Ich hab nur leider keine... soll ich angreifen oder soll ich nicht angreifen?
Hast du eine Karte, die stark ist, wo die... Ich habe gar keine Karte auf der Hand, wie du siehst. So. Ah, gut. Kannst du vielleicht kannst die Schildkröte zerstören, wenn du Lust hast. Ja, komm, kannst du eine Fallenkarte mal gucken. Das bringt jetzt total, jetzt kann ich nach. Ich spiele so 9. Ja, du hast Schaden gekriegt, das war's. Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Und das Spiel mir ödelt. Oh mein Gott, diese Karte ist so bitter. Jetzt hol mal die Pyramidenschildkröte wieder. Ich vermisse sie. Ach so? Nein, nein, muss jetzt nicht Pyramidenschildkröte. Das war nur ein Scherz. Also, ob ich die jetzt spiele oder was? Ja, das ist natürlich besser. Alter, was geht bei euch? Ich würde mich jetzt schon ärgern, ne? Jetzt würde ich mich erst recht ärgern, wenn jetzt ein Spiel geklappt kommt. Ja, bitte? Oh. Alter, fick euch. Was denn ja, ist das? Cool. Das ist ja geil. Ah, zerstör sie. Ey, steht bei mir der Replay-Angriff wiederholen. Ja, mach. Sag ja, dann kannst du nochmal angreifen. Find's geil. Ein Zug haben wir wenigstens noch rausgeholt. Ja, gut. Jetzt nochmal schön der 500 Damage-Zusatz. Tot. Nee. Doch nicht. Was? Jetzt mach mal was, Raphael. Irgendwas. Mach erstmal. Sehr gut. Lol. Dann musstest du nicht als Pyramide der Wunde aktivieren können? Dann machst du das Spielchen und dann machst du den. Nee, stimmt ja, ich weiß auch. Jetzt macht der Befreien. Geil. Sehr gut. Bei dem läuft's. Moin, wie, oder irgendwie was geschluckt, der Lappen. Folgende Geschichte. Was? So, nee, das ist ja genial. Genau das, was ich brauche. Oh, schön. Gott. Oh mein Gott, Alter. Ich kann der Monster zerstören, weil ich überhaupt nicht weiß. Ja, wir haben so viele Monster hier. Ne? So, soll ich mal angreifen oder soll ich es lassen? Nee, mach. Ja, greif an. Greif an, greif an, greif an. Nee, greif an. Greif an. Oh Mann, Alter, was ist das? Ist das so ein Lappen? Wofür hab ich jetzt Spielkraft da nicht liegen? Ha, schön. Ist das dein Ernst? Er hat so lange Beine. Battle Face. Leute, jetzt? Ja, jetzt bin ich fertig. Meine Hand ist leer. Da haben wir ja noch was Schönes. Okay, ich greif mal an. Ich glaube die... Ja. Scheiße. Dachte ich mir schon. Deswegen so von... Nee, 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 ich greif nicht an. Ne? Was mach ich denn? Ich will erstmal Spiel. Ja. Was denn? Ich kann nicht alles machen. Ist doch geil. So, das wird euch freuen. Oh, warte mal, aber deine 3000... Wo kommt das denn her? C-Flot. Wo kommt diese Spastenviecher schon wieder, Alter? Wie ich diese Karte hasse. Wenn ich 10 Viecher auf dem Friedhof hab, kann ich das. Ich weiß das. Ich hasse diese Karte. Die gehört verboten. Ah, die ist geil. Gut. Na gut. Die ist so sinnlos! So super! Alter, wir verlieren das jetzt nicht echt noch, oder? Doch, wenigstens nur Karten. Ja, Alter, aber ihr mit euren scheiß Vampir-Zombies, Drecksviechern. Warte mal, das ist aber wenigstens noch ein ordentliches Deck. Im Gegensatz zu euch machen wir keine Synchro-Beschwörung, also halt mal's im Maul. Ja, jetzt das war doch gerade mal keine Synchro. Ist doch völlig egal. Kommt schon, ihr Lappen, macht was. 3400, wieso hast du die nie im Angriff gespielt? Ach so, lol. Ach ja, stimmt, da war ja was. Okay. Wow. Das war ein bisschen scharf. Also das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Was soll ich mir jetzt machen? Soll ich jetzt Illblatt spielen? Hä? Das bringt... Du kannst... Ah, da können wir zur Verteidigung aufbauen. Das ist nicht schlecht. Besser. Ich will mit... aktiviere ich den Scheiß Mitsuki, ey. Jetzt soll ich denn das spielen? Soll ich erstmal die ganzen Pyramiden wieder hochklatschen? Ja, man, das ist gut. Nee, nie wieder die Pyramiden. Die müssen da noch schweigen. Wieso kann ich den Elblatt jetzt nicht aktivieren? Ist das Sinn, ne? Das ist der Feld von Elblatt, da musst du den erstmal nochmal beschwören. Jetzt geh ich erstmal in die Battlefield. Das ist das kannst du doch. Boah, das Kackviecher zerstören. Das ist doch so ein Lappen. Arsch in der fetten Mama. Ja. Arsch, Alter. Alter! 350 Leben. Das rocken wir noch. Das müssen wir noch schaffen, Felix. Ja, Alter.
Alter, ich brauch nur eine Karte, ihr seid so gefickt. Nein, was ist das? Macht Sinn. Na, was soll's. Das dürfte... Eine scheiß Karte, dann habt ihr so gefickt, dann hab ich Monster mit 6000 ADK. Oh, scheiß egal. Am Arsch. Das bringt euch jetzt viel. Ja, zu das hat Grund, lass es mal. Jan kennt den Grund. Ja, aber das bringt mir jetzt total, ne? Ach so. Kann nicht sein, dass wir nicht drei Monster... Genau drei Finstersmonster, das ist doch so nervig, ey. Problem ist, ich hatte keine Schildkröte mehr, was soll ich denn da machen? Ja, jetzt ist es vorbei. GG. Ich kann nichts machen. Nur wegen diesen Lappenviechern, Alter. Und schwarzes Loch. Was hast du gezogen? Ja, ich hatte finster bewaffneter Drache. Alles der bringt's am Anfang. GG. Okay. Alter, wir haben es echt noch rumgerissen, wie geil. Hey, Raphael, du bist der Beste. Ah, das war ein bisschen gelegen. Das ist nur mit seinem XYZ, ey. Ey, das war, das war die XYZ-Viecher sind gerade mal zweimal gespielt worden, das Rest war eigentlich normale Viecher. Hört mal auf rumzuheulen hier. Das gibt so einen fetten Report. Bei LOL oder was? Ja, auf jeden Fall. Okay, das war's für diese Runde. Diesmal hat mein Team wieder glorreich gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt sich das cool fühlt. Ja, ja. Welche Gewinne mit meinem Team? Hallo?